damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu Hogwarts Legacy. Yeah. Ich freue mich. So, ich habe einen Brief bekommen, Leute. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien werden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihre Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Eleazar Fig ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Weasley, Matilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Weasley, so. Oh, okay, das mache ich dann wohl mit der Maus. Voreinstellungen. Gesichtsform. Brille keine Hautfarbe. Da ist ganz dunkel, da ist ganz hell. Okay. Ich mache einfach mal die hier. Frisuren, Haarfarbe. Eieiei. Glaub, das finde ich ganz gut hier. Und Haare. Die in lang wäre voll schön. Ich will schon Locken. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Hey, guck mal. Guck mal hier. Es passt doch. Gesichtsfarbe. Ah, Blush und so. Machst du ein bisschen rote Wangen, finde ich ganz süß. Sommersprossen. Im Sommer sehe ich so auch aus. Narben und Markierungen. Nee, wir machen keine Narben. So. Augenfarbe. Die da ist gut. Ah, meine Augenbrauen. Okay. Ich glaube, das ist ganz gut. Und eigentlich sind die schon ganz gut. Nee, eigentlich passen die schon sehr gut. Ton. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Normal. Angie. Ja, mein Nachname ist jetzt Eria. Oh Gott, Hilfe. Hilfe, ich bin aufgeregt. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schul... Hallöchen. Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Wovor haben die Angst? Was ist da? Oh mein Gott, wir fliegen! Okay, das war gruselig.
Oh mein Gott, ich freue mich. Ich bin voll aufgeregt. Gut, dich noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock, fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule, aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Ich kann es natürlich öffnen. Metall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Oh. Hermits Bart. Wie haben Sie... Halt. Wir müssen etwas... Er wurde einfach... gegessen. Oh mein Gott. Dieser Mega-Power-Tank bringt sie schnell wieder auf die Beine. Ah ja. Mega-Power-Tank. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Oh, da sind wir im Spiel. Eieiei.
Oh Gott, habe ich mich gefreut auf dieses Spiel. Sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut, lasse sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Spannend. Wow. Schön aufpassen. Okay. Was? Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Cool. Professor Fig und ich sind per Portschlüssel zu einer abgelegenen Klippe im schottischen Hochland gereist. Wir müssen die mysteriösen Ruinen erkunden, zu denen der Portschlüssel uns wahrscheinlich leiten sollte. Okay, springen. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Oh, wie schön. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Können wir runterfliegen? Nö. Hey, alles in Ordnung bei dir? Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Tippe. Ja. Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Einige Spielerinnen bevorzugen es, Ziele auswählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie die kamerabezogene Zielerfassung in den Einstellungen deaktivieren. Okay. Wow! Ich wollte ihn schon auslachen, aber da sind wir schon selbst. Das war etwas holpriger als erwartet. Aha. Ich kann sogar die Dinger hier kaputt machen. Ist da was drin? Ihr Können verbessert sich immer weiter. Ja. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich kann zaubern. Ich glaube, in echt dürfte man mir gar keinen Zauberstab geben. Professor, sie Genie. Bum. Bam. Bada boom, bada boom. Oh. Ja, wir haben Geld gefunden. Okay.
nicht mehr weit. Gleich davon. Ja. Ich bin da. Bleiben Sie ruhig. Ich bin ruhig. Kann ich mehr. Das war so cool. Okay, gut. Weiter geht's. Aber man kann auch so voll weit entfernt. Ich mach alles kaputt hier. Give me the money. Ja, ich bin da, Professor. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Das ist ein Pokal. Da. Oh. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an mit dir in der Mitte. Dies ist dein aktuelles Ziel. Halte gedrückt, um die Einzelheiten des Auftrags abzuschalten. Okay, ihr seht die Karte nicht. Hier ist sie, Moment. Da. Aber ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass man das sieht. Wuh! Cool. Okay. Professor, die Statue. Vielleicht war dies ein Zuhause. Boah. Wie cool. Ey, die Tiere da, die da mit dem Schlitten, wollte ich gerade sagen, mit der Kutsche da geflogen sind, sahen so cool aus. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Vielleicht blockiert er ja etwas ganz Schlimmes. Kommen Sie ran hier. Gucken Sie mal. Sieht aus wie der Schlüssel. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten. Wie auf dem Portschlüsselbehälter. Okay, ich war gerade schon am Ausrasten hier. Was mit Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Da ist eine Kiste. Sorry, Professor, ich muss kurz mal ganz kurz hier. I need some money, weißt du? Da schläft jemand. Entschuldigung. Hallo? Oh mein Gott, die Fingernägel. Mm, sehr schön.
einen Moment. Okay. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Also ich hatte jetzt auch nicht vor, irgendwie irgendwo anders hinzugehen. Nach Ihnen. Das sieht sehr sicher aus. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Also ich würde mich da ja festkrallen an diesen... Erstmal Achterbahn fahren. Oh, wow. Oh mein Gott. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Wow. Sind die Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Oh, wie cool das ist. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Okay. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Nur ich bin gespannt, was in dem Verlies ist. Da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Okay, okay. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Okay. Wartet mal kurz. Hier ist, eine Kiste! Hilfe. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Ist es Geld? Ist es... Was ist es? Was ein Tier? Was wir suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Viel Erfolg. Also? Das kam jetzt wirklich unerwartet.
Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Lol, was? Halte deinen Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. What? Wirke Revelio. Revelio. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Wie cool! Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Anfassen. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Okay, beruhigend. Kann ich bitte das auch lernen? Das Licht, Lumos. Lumos Maximus. Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Revelio. Nö. Wow. Lumos. Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Was ist das? Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Und Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Lumos. Du hast den Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch deinem Zauberset hinzugefügt wurde. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs, damit du in dunklen Bereichen besser sehen kannst. Halte R2 gedrückt und tippe auf, um Lumos zu bewirken oder zu löschen. Lumos. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Aha. Da kann man also so 4 Zauber auswählen. Okay. Dann komm mal bitte hier hin. Achtung!
Ach du meine Güte. Wow. Wow, okay. Heilige Makrele. Wow, keine Ahnung, was ich getan habe. Hey, ich hab dich gar nicht gesehen. Warum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Block. Ja. Ich, okay. Ich sehe mal gar nicht. Sieh dir deine Ziele an, um den Weg nach vorne zu enthüllen. Jetzt lass mich doch mal. Ey, das hat ja gar kein Ende. Aha, also wenn es so aufleuchtet, dann muss ich das... Wow, wie cool das war. Das war voll cool. Professor? Professor Fig? Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was ist hier los? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Da sind so Lichtstrahlen. Führen Sie mich. Das Leuchten wieder. Hallöchen, Popöchen. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Eieiei, die ganzen Zauber hier. Okay. Ja. Aha. Now I know. Keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg hier herauskämpfen müssen. Hei, hei, hei. Wow. Oh, das ist so cool. Halte während Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen extra Schaden, der durch goldene Zahlen angezeigt wird. Leute, ich bin wieder... Ich komme nicht drauf klar, wie cool das ist. Okay, also... Habe ich jetzt mal noch gar nicht ganz verstanden. Oh, ich war zu spät.
Protego gedrückt halten. Um Stupor. Ah. Aha. Waren das alle? Boah, ey. Aber wo ist der Professor? Drücken, um zu sprinten. Aha. Ich will mich eigentlich heilen. Ui. Ei, was ist das denn hier? Professor! Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie... Scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Oh Gott. Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Oh, Renrock. Mein Gott.
Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. No! Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Nö. Wow. Gott sei Dank. Ich dachte, ihm passiert etwas. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns.